Hallo ihr Lieben, das ist jetzt der dritte Versuch und ich hoffe jetzt endlich klappt eine vernünftige Aufnahme. Ja, schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Ich dachte mir, zusätzlich zum Vorlesen mache ich euch einmal die Woche eine kurze Buchrezension. Das heißt, ich stelle euch aus meiner Sammlung, die seht ihr im Hintergrund, das ist ein Teil davon mit meinen Lieblingsbüchern. Ich stelle euch einfach mal das ein oder andere Buch vor, was ich gerne gelesen habe oder eben auch nicht so gerne gelesen habe. Und ja, ihr seht im Hintergrund vor allem ganz viel Fantasy. Da ist die ganze Bandbreite Harry Potter dabei. Harry Potter habe ich bestimmt schon, 8 Mal pro Buch gelesen, mindestens. Und Eragon ist dabei, Herr der Ringe ist dabei. Da sind ganz viele Bücher dabei, die auch verfilmt worden sind und total bekannt sind, weil ich eben einfach voll auf Fantasy stehe und das total gerne mag. Ich habe aber auch noch andere Bücher, also keine Sorge, es wird nicht nur Fantasy-Bücher geben. Trotzdem will ich heute damit anfangen und auch mit einem Buch anfangen, was für mich was total Besonderes ist, weil es eben, ich habe es schon seit meiner Kindheit und es hat eben dazu beigetragen, dass ich Fantasy-Bücher für mich entdeckt habe. Und das Buch ist von Wolfgang und Heike Holbein und heißt Märchenmond. Und das ist, Wolfgang und Heike Holbein ist ein deutsches Autorenpärchen. Wolfgang Holbein hat ganz, ganz viele Bücher im Fantasy-Bereich veröffentlicht und ab und an eben auch was mit seiner Frau geschrieben. Und in der Trilogie, das heißt, es gibt nicht nur Teil 1, sondern es gibt auch noch Teil 2 und Teil 3, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, da geht es um einen Jungen, der heißt Kim. Der wohnt in der Nähe von Düsseldorf, also auch irgendwie gar nicht so weit weg. Und der ist eigentlich ein total normaler Junge, eine Zeit lang, bis dann seine Schwester Rebecca ins Koma fällt und nicht mehr aufwacht. Und seine Eltern wollen ihm das erst alles gar nicht so richtig erzählen und reden immer so ein bisschen drumrum. Und dann stellt sich aber schnell für Kim auch heraus, dass Rebecca nicht mehr aufwacht und dass vor allem die Ärzte und auch seine Eltern keiner weiß, was er tun soll. Und ja, Rebecca liegt einfach da und schläft. Und Kim ist natürlich auch, dadurch, dass er ein ganz normaler Junge ist, weiß jetzt auch erstmal nicht, wie soll er mit der Situation umgehen und ist auch total traurig und so. Und dann lernt er einen älteren Mann kennen. Themistokles heißt der, also auch irgendwie ein schräger Name. Und der erzählt ihm dann, dass es dieses Land Märchenmond gibt und dass seine Schwester Rebecca dort ganz oft war und ganz oft hingereist ist in dieses Land und zum Beispiel dem Land auch den Namen gegeben hat und halt eben einfach total viele Freunde da hatte und voll gerne da war. Und jetzt aber dort in Märchenmond, also ihre Seele wird jetzt dort in Märchenmond von einem Bösewicht gefangen gehalten. Und Themistokles berichtet das jetzt alles Kim und Kim soll sich eben auf die Reise nach Märchenmond machen, um dort seine Schwester und noch ganz, ganz viele andere Kinderseelen und auch das gesamte Reich Märchenmond zu retten. Wie er das macht, das hoffe ich, dass ihr das selber rausfinden wollt. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach, da hinzukommen. Und mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es ist einfach auch eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich es schon ultra lange habe. Das wurde 1982 übrigens geschrieben, also es ist ein bisschen älter sogar als ich. Und was ich daran super, super toll fand, was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass einfach auch so viele Fantasiewesen und Tiere darin vorkommen. Und der Kim zum Beispiel gleich ganz am Anfang ein Wesen kennenlernt, was nachts total hässlich ist und auch ein bisschen gemein tatsächlich und so ganz viele Stacheln hat und so. Und das ist aber dann tagsüber wunderschön, hat ganz weiche Federn und ganz strahlendes Fell und so. Und solche Sachen findet man halt an ganz vielen Stellen in dem Buch. Und das, finde ich, macht diese drei Bücher, diese Reihe zu was ganz Besonderem für mich. Und würde mich einfach freuen und fände es cool, wenn ihr irgendwann Lust habt, da auch mal reinzuschauen. Ist relativ klein geschrieben. So ungefähr sieht so eine Seite aus. Und der erste Band hat auch knapp 400 Seiten. Aber es ist recht schön zu lesen. Ne? Es ist anschaulich geschrieben. Also wenn man das liest, dann hat man direkt so Bilder im Kopf und so. Und vielleicht, wenn ihr Harry Potter mögt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr euch Märchenmond auch durchlest. Ja, soweit erstmal. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für euch. Ich habe gesehen auf der Internetseite, ich verlinke das gleich auch unten in der Beschreibung,
Auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen könnt ihr momentan in der Corona-Zeit für 3 Monate einen kostenlosen Account machen und euch da registrieren. Und dann könnt ihr euch Bücher herunterladen, zum Beispiel digital zugreifen auf verschiedene Werke und euch sie durchlesen. Ich habe noch nicht recherchiert, ob es das Buch da auch gibt, aber vielleicht kann das der ein oder andere ja in Erfahrung bringen und sich das Ganze mal anschauen. Ja, soweit erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache es mal so wie die ganzen YouTuber und zeige nochmal so nach unten. Lasst mir ein Like da oder ein Abonnement oder kommentiert einfach was Nettes. Darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten gehe ich jetzt wieder auf meine Couch, weil das Buch hier habe ich auf jeden Fall schon, obwohl ich es oft gelesen habe, schon ganz, ganz lange nicht mehr gelesen. Ich denke, dafür wird es Zeit. Das mache ich jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald.